Der Kampf Mann gegen Mann. Mit Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h. Unter extremen Belastungen für Mensch und Maschine. Mit 3 cm langen Spikes und 64 PS. Ohne Bremsen. Herzlich willkommen bei 365 mit dem Eisbeetway-Weltcup 2011. Der Moskauer Vorort Krasnogorsk ist Austragungsort der ersten beiden Grand Prix und damit Schauplatz im Kampf um wichtige WM-Punkte. Der Österreicher Frankie Zorn trifft auf die 15 weltbesten Eisracer, allen voran dem 6-fachen Weltmeister Nikolai Krasnikov aus Russland. Frankie hat in der Qualifikation mit einem verletzten Knie zu kämpfen. Dennoch schafft er mit Platz 2 den Sprung aufs Podest und in die Weltmeisterschaft 2011. Die Bedingungen sind alles andere als einfach. Tauwetter hat in den Tagen zuvor die Bahn sehr in Mitleidenschaft genommen. Der Saalfeldner lässt sich aber weder von dem maroden Eis noch von den Stürzen seiner Gegner beirren und dreht mächtig am Gas. Aber nur mit 2 Schmerztabletten kann er trotz Verletzung fahren. Das ist total kaputt und ich habe schon 2 Schmerztabletten reingehauen, aber die Schwellung es pumpt einfach immer. Und jetzt gehen wir nochmal gescheit Vollgas, schauen wir, was rauskommt. Mit den ersten beiden Grand Prix im russischen Krasnogorsk findet aber nun das erste Rennen in der Heimat des Eisbeetway und das erste Aufeinandertreffen mit der russischen Armada statt. Am Vorabend des ersten Rennens erwartet die Fahrer aber zunächst das traditionelle Riders Dinner. Zusätzlich ist es auch der 26. Geburtstag des 6-fachen Weltmeisters Nikolai Krasnikov, der schon jetzt eine lebende Legende ist. Welche Bedeutung Russland fürs Eisbeetway hat, erklärt der beste Deutsche im Feld, Günther Bauer. Sagen wir mal, Russland gehört zum Eisbeetway dazu, ist für die Pizza zu Italien und da sind halt mal die besten Fahrer und da ist es nicht ganz einfach, aber wir werden unser Bestes geben und dann schauen wir mal, was wird. 8 der besten 16 Rider der Welt stammen aus Russland. Kein Wunder, dass beim ersten Weltcup der Saison Partystimmung herrscht und tausende Zuschauer ins Stadion drängen. Eisbeetway hat in diesen Breiten Kultcharakter und ist eine Frage des Nationalstolz. Die russischen Fans wollen ihre Helden und vor allem den amtierenden Weltmeister Nikolai Krasnikov gewinnen sehen. Frankie Zorn und Günther Bauer wollen die Favoriten fordern. Das Ziel für Krasnikov ist ganz klar. В этом сезоне у меня мечтает цель выступить так же стабильно, как в предыдущие годы, и держать чемпионский титул. Erst Lauf habe ich drin, Krasnikov, Kononov und Svensson. Wird sicher sehr hart das Rennen werden. Puls erhöht sich erst, wenn man sich aufs Motorrad sitzt. Also beim nächsten Lauf. Und in diesem ersten Lauf hat es Frankie Zorn gleich mit 2 Top-Favoriten zu tun. Kononov in Gelb und Krasnikov mit dem roten Helm. Er selbst, Frankie Zorn, trägt den blauen Helm. Krasnikov und Kononov, die beiden Russen, fahren vorne weg. Frankie Zorn mit großen Problemen. Seine Maschine kann den Speed nicht mitgehen. Läuft nicht so gut. Was ändern lassen jetzt was an der Maschine. Dass man das mal anpassen kann, ist immer selbst wichtig. Im nächsten Lauf kommt es zum deutschsprachigen Duell zwischen Frankie Zorn in Rot und Günther Bauer aus Deutschland mit dem weißen Helm. Aber der Top-Favorit in diesem Heat ist Daniel Ivanov und der lässt sich das auch hier nicht nehmen. Frankie Zorn hat wieder Probleme mit der Geschwindigkeit. Daniel Ivanov gewinnt vor Bauer und Frankie. Funktioniert überhaupt nicht. Im nächsten Lauf ist Krasnikov, der absolute Top-Favorit, mit an der Startlinie. Auch Bauer, der Deutsche, ist in diesem Heat dabei. Aber vorne betteln sich Krasnikov in Weiß und Komisevic im roten Helm. Der liegt zunächst vorne, verliert hier aber kurz die Kontrolle. Und Krasnikov geht innen vorbei, gewinnt diesen Heat am Ende deutlich. Bauer wird Letzter und er sagt uns, warum. Stress für die Mechaniker des Bayern, der in knapp 10 Minuten wieder auf der Bahn sein muss oder sonst wertvolle Punkte verliert.
Im Lauf Nummer 3 betteln sich Frankie Zorn in Weiß, Stefan Pletschacher in Rot und Ivan Ivanov in Gelb. Der geht auch sofort in Führung. Am Ende wird Frankie hier Zweiter, zieht damit ins C-Finale ein. Ganz, ganz wichtiger Schritt für ihn. Der erste Grand Prix nähert sich dem Höhepunkt. Begonnen hat der Tag für die Rider schon früh am Morgen. Also so ein Grand Prix-Tag läuft folgendermaßen ab für den Eisspielfahrer. Und zwar geht es einmal in der Früh ab zum Frühstück. Dann geht es am Rennplatz, da hat man ein gewisses Zeitfenster, wo man da erscheinen muss. Dann macht man Adjustments noch am Bike, dann wird gesprochen und dann hat man Termine. Das heißt, das erste wird dann sein für jeden der Medical Check. Jeder muss zum Arzt gehen, der Arzt stellt fest, ob du für dieses Rennen geeignet bist, ob du körperlich fit bist, ob der Blutdruck stimmt und etc. Dann das zweite ist eine technische Abnahme vom Bike. Das heißt, alle zwei Bikes sollte ein Fahrer zwei haben, was eigentlich die meisten haben, werden laut EFEM-Reglement durchgecheckt. Das heißt, zum Beispiel Spikeslänge ist vorgeschrieben mit 28 mm, dann Vergaserquerschnitt 34, man darf nur mit einem Zweiventiler fahren und so weiter. Riders Meeting ist das Wichtigste für einen Fahrer, weil da werden verschiedene Sachen bekannt gegeben. Zuerst einmal Sign On, wer ist da? Wer ist nicht da, muss Strafe zahlen, das ist ganz klar. Gibt es auch ein Reglement. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber man muss da Strafe zahlen. Und dann werden verschiedene Sachen besprochen, Fairness, Startampel und so weiter. Im Riders Meeting gibt es eine besondere Klausel, die sagt, es müssen verschiedene Fahrer zum Alkoholtest. Das ist bei uns leider so. Es werden da verschiedene Startnummern gezogen, die sich anschließend einen Alkoholtest unterziehen müssen. Ja, frühes Zeiten sind sehr, sehr viele Fahrer also alkoholisiert gefahren. Und ja, also nach Hören und Sagen haben sie das Ganze jetzt reglementiert, also eben im Riders Briefing mit Alkoholtest. Und dann geht es zur Fahrerpräsentation. Die Fahrer werden aufgestellt, werden dann mittels Fahrzeugen rund um die Bahn gebracht und dann geht es zum ersten Start. Dann geht die Sache los. Die Anspannung steigt. Denn nach den Vorläufen stehen die Finale des ersten Renntags in Krasnogorsk auf dem Programm. Das C-Finale mit Frankie Zorn und dem zweiten Österreicher Harald Simon. Beide mit einem schlechten Start. Frankie Zorn sofort von der Startlinie weg nach hinten durchgereicht. Mit dem weißen Helm nur Vierter. Vor ihm fährt Harald Simon. Gernot, ich frag mich, was ist da los mit der Maschine von Frankie Zorn? Die zieht ja überhaupt nicht. Die Maschine zieht schon, nur er kann nicht aufs Gas gehen. Ich vermute, es sind vorwerktechnische Probleme. Wie analysiert ihr das? Wie schraubt ihr da? Was kann man verändern? Ja, man hat keine Zeit zum Testen. Man kann eigentlich nur in den Rennen probieren und eins nach anderen durchtesten. Sergej Karantschinzew fährt vorne weg, dahinter Stefan Svensson, Harald Simon wird Dritter und Frankie Zorn nur enttäuschter Vierter. Während das Bike in die Box geschoben wird, zieht er sich in den Bus zurück. Ja, das ist Sport, da kann man nichts machen. Also einmal funktioniert es und dann funktioniert es wieder nicht mehr. Und ich weiß nicht, was los ist. Also wir haben ihn so gut vorbereitet, sonst technisch. Motoren haben eigentlich alle dieses Jahr super funktioniert und ja, jetzt da mit der zweiten Maschine Getriebe kaputt und ja, das ist Sport. Günther Bauer macht sich bereit für das B-Finale. Als einziger Westeuropäer ist er unter die Top 8 gekommen. Das B-Finale, die Russen auf heimischem Eis, eine Übermacht. Ja, Günther Bauer hat eine lange Durststrecke gehabt jetzt und ich hoffe, dass er jetzt wieder voll dabei ist. Ja, in diesem Lauf sieht es aber nicht danach aus. Erster wird Vitali Komicevich vor Dimitri Bulankin, Ivan Ivanov und Vierter nur Günther Bauer. Es ist natürlich brutal hart in Russland, weil da sind erstens mal die besten Fahrer und die Eisverhältnisse sind mir auch nicht so direkt gewohnt. Und also wir müssen zufrieden sein, wir waren jetzt Achter geworden und einmal, sagen wir mal, einen Punkt verloren, da ist uns der Geistgriff gebrochen. Wäre noch ein bisschen was gegangen, aber
Großen und Ganzen also war für uns kein schlechter Tag heute. Das A-Finale und da sind zwei Top-Favoriten an der Linie. Krasnikow in Rot und Kononov mit dem gelben Helm. Aber Komisevic gewinnt hier den Start. Krasnikow und Kononov, die beiden Gernot, vertragen die sich abseits der Strecke oder auch auf der Strecke? Wie ist das Verhältnis? Naja, auf der Strecke gibt es normal keine Freunde. Da fährt jeder gegen jeden und im Grand Prix ist es einfach beinhart. Kononov werden jetzt sehr hart bedrängen an Krasnikow. Komisevic sehen wir jetzt noch in Führung, aber jetzt macht er einen Fehler. Ja, Komisevic, seine Maschine ist leicht ausgebrochen und Kononov geht jetzt außen vorbei. Genau so ist es, Kononov und Krasnikow, die beiden Favoriten direkt hintereinander. Was muss man denn machen, um vorbeizukommen am Führenden? Ja, um Weltmeister vorbeizukommen ist natürlich relativ schwer, aber Kononov macht das sehr gut und setzt innen an und will ihn richtig unter Druck setzen. Ah, das ist unfassbar. Schau mal, wie diese Schläge in der Kurve, die kriegen, das muss für den Athleten unglaublich schwierig sein, die Kontrolle dazu behalten. Ja, das Eis ist in Russland wie Beton. Da reißt es locker bis zu 15 cm tief raus. Unfassbar, wie die beiden das machen, aber es kristallisiert sich raus, dass eben kein Überholvorgang mehr stattfindet. Am Ende bleibt es bei der Reihenfolge dreifacher Erfolg für die Rider aus dem Heimatland des Ice Speedway aus Russland. Nikolai Krasnikow gewinnt das Samstagrennen vor Igor Kononov und Dmitri Komisevic. Weiter geht es nach einer Pause mit dem zweiten Grand Prix aus Krasnogorsk. Vor den Toren Moskaus können Frankie Zorn und Günther Bauer die russische Armada beim zweiten Grand Prix attackieren. Zweiter Tag der Ice Racing WM in Krasnogorsk und damit auch der zweite Grand Prix der Saison. Wieder strömen tausende Fans in das Zorki-Stadion, während die Bahn den letzten Schliff erhält. Das Rennen ist sicher eines der Highlights in der 100.000 Einwohnerstadt während der Wintermonate. Frankie Zorn ist mit den ersten Rennen nicht zufrieden. Günther Bauer hat über Nacht sein Setup beibehalten. Im nächsten Heat drei deutschsprachige Fahrer an der Startlinie. Zorn in Weiß, Bauer in Blau und Plätschacher in Rot. Bauer mit einem starken Start wählt die weite Linie, kommt mit viel Zug aus der ersten Kurve. Wird verfolgt von Svensson und von Frankie Zorn. Die liefern sich ein Battle. Frankie Zorn zunächst vorne, dann aber hier ein kleiner Fehler und Svensson kann am Ende vorbeiziehen. Bauer gewinnt vor Svensson und Frankie Zorn. Im nächsten Lauf trifft Frankie Zorn im gelben Helm unter anderem auf Krasnikow in Rot und der fährt hier in die erste Kurve absolut kompromisslos. Zwischenfall hier, Dmitri Komisevic stürzt und ist nicht wirklich happy darüber. Wie kommt so ein Sturz zustande, Gernot? Ja, im Grand Prix geht es beinahe zur Sache und der Sturzverursacher wird gleich disqualifiziert. Dann geht's weiter mit dem Rerun, den sehen wir jetzt hier und auch da ist Krasnikow vorne vor Daniel Ivanov. Frankie Zorn fährt wieder mal nur hinterher. Der hat eine wirklich harte Zeit hier. Die Frustration ist ihm förmlich anzusehen. Gibt gar nicht richtig Gas. Der nächste Lauf. Harald Simon vor Daniel Ivanov. Simon hat sich mehrere Wochen in Russland auf die WM vorbereitet. Zählt in der Saison zu den stärksten Westeuropäern. Stürzt aber hier, du hast es gerade gesagt, Gernot, das ist hier knüppelhart. Hier wieder so ein Beweis. Naja, sowas kommt zustande, wenn man übermotiviert Gas gibt. Ja, in dem Fall. Also kein Fremdverschulden. Wir sehen, dass er richtig Schmerzen hat, gekrümmt, aber auch bejubelt von den Fans, den Russischen. Die lieben natürlich die Action. Restart wieder mit nur drei Fahrern. Das kennen wir ja schon. Ivanov ist vorne. Sergej Karamschitzew auf zweiter Position und Grzegorz Knap aus Polen wird in diesem Fall Dritter. Aber was ist los mit Frankie Zorn? Wir haben wieder gesehen, er war chancenlos. Die Technik macht ihm einen Strich durch die Rechnung und er sucht natürlich nach der Ursache des Problems. Und das ist besonders bitter für Frankie Zorn, denn in Schweden hat er sich sehr, sehr intensiv auf die Saison vorbereitet. Ja, wir sind jetzt in Fünestal. Das sind ca. 2800 Kilometer von daheim entfernt, auf der norwegischen Grenze liegt das ungefähr.
place is very cold. It's actually one of the coldest villages in Sweden. And we're very happy that it is like that, because then it's possible for us to do a lot of different activities in the wintertime. And the ice speedway on the ice below here started around 10 years ago. And once the first came, the rumors spread, and now we have drivers from all over the world coming here to practice. Wir haben einige Motoren mit zum Testen, wir haben neue Räder mit zum Testen. Ich selber muss natürlich auch mich selber testen, zum schneller werden. Es ist natürlich bei der Kälte, man kann die Bahnen schon wieder präparieren, indem dass man es neu spritzt. Aber wie gesagt, wir haben knapp an die 30 Grad und das ist natürlich nicht so easy. Das Wasser wird direkt aus dem See gepumpt und auf die Bahn gespritzt. Den Rest erledigt dann die Kälte. Also normal ist geplant immer 3x2 Runden. Das werde ich heute nicht schaffen, weil sonst friere ich ab. Ich habe gestern schon gemerkt, bei minus 25, wenn du das Gas aufdrehst, ist der Daumen natürlich vorne frei und den habe ich mir schon gefroren komplett. Das möchte ich heute nicht mehr machen, darum fahre ich nur 2x2 Runden und dann fahren wir rein. Wir haben jetzt minus 30, ich glaube, unten fahren hast du sicher 35 oder mehr. Das ist extrem für den Fahrer genauso. Wir haben verschiedene Tests gemacht, wie gesagt, am Bike und das gehört natürlich auch dazu zum Sport. Man macht oft Tests, obwohl dass man weiß, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber man braucht eine Bestätigung dafür, dass man dann speziell im Rennen weiß, was man machen muss. Und das ist natürlich beim Training sehr, sehr wichtig, dass man einen Rückschlag auch hat. My car is just frozen and I can't get the start. So I need help from Frankie to get it running. And I hope Frankie gets started as well. So what is this shit? Is this, is this a battery from Japanese or is this a battery from a clock or what? Yes, probably it's battery for very nice. I had to check out your name on YouTube. Okay. I see saw a clip where you in the turn? In the corner where I crash in South Island? Yeah. Okay. It looks sick. Yeah, it looks you probably crazy. Got these big nails on spikes. Your tires? Yeah. Spikes? Do you get them on you or? All the time. All the time? Yeah. So you're you're dripping. Yeah. Okay. Yeah, crazy, crazy sport. Yeah. Also dieses Training da oben jetzt in Fünestal war eines der härtesten Trainings, was wir gehabt haben, ja. Darum sage ich, wir haben die Technik, sowohl auch den Sportler in jeder Hinsicht auf Kälte getestet jetzt und jetzt hoffen wir, fahren wir gleich heim einmal. Jetzt hoffen wir, können wir bald einmal ins, wird die Temperatur mal ein bisschen angenehmer. Zurück in Krasnogorsk. Bei fast tropischen 0 Grad Celsius warten die Finalläufe auf die 16 weltbesten Eisracer. Das D-Finale mit Stefan Pletschacher und mit Frankie Zorn. Und das ist die große Enttäuschung. Nur das D-Finale, aber es geht hier trotzdem um eine ganze Menge. Ja, Frankie muss da mindestens Erster oder Zweiter werden. Weil wenn er Dritter oder Vierter ist, dann ist er beim nächsten Grand Prix nicht dabei. Das wäre sowas wie die Höchststrafe, aber der macht das ganz gut hier, oder? Ja, so wie es ausschaut, muss Stefan Pletschacher ins Eis beißen und wird wahrscheinlich am ersten Tag vom nächsten Grand Prix zum Stehen kommen. Stefan Pletschacher ist Vierter, fährt nur hinterher, aber Frankie Zorn in Führung. Das sieht so aus, als wenn er das nach Hause bringt. Trotzdem kann er nicht zufrieden sein. Ich weiß momentan nicht, was ich machen soll. Mein Kopf ist leer. Das hat man ja gesehen beim Rennen. Das ist
Es passt einfach nicht. Da gelernt ist wieder eine andere Bahn. Das ist eine kleine Bahn, eine kurze Bahn. Ganz anders zum Fahren wieder. Schaut es ganz anders aus, aber. Aber da siehst du halt, daheim funktioniert es nicht so schlecht. Gut, Trainingsrückstand ist alles. Stimmt schon auch. Ist schon klar. Meine, wenn die ganze Zeit auf so ein Eis da rennen trainieren, das ist natürlich für uns schwer. Ich sage mal, für das, was wir in den letzten Jahren geleistet haben, ist das eh ein Wahnsinn. Das C-Finale, unter anderem mit dem verletzten Harald Simon in Blau und Günther Bauer in Rot. Bauer liefert sich einen richtig harten Fight mit Stefan Svensson, aber auch für den Bayern läuft es beim zweiten von 8 Rennen der Saison bei weitem nicht nach Wunsch. Das Endergebnis dieses Finals, erster Stefan Svensson vor Antonin Klatowski, Günther Bauer wird Dritter und Harald Simon Vierter. Eigentlich bin ich nicht so zufrieden mit dem Ganzen, weil wir haben ein bisschen Probleme gehabt heute mit Vorderreifen und sage ich mal, eigentlich ein bisschen unerklärlich, warum das so war. Wir haben in der Kurve mitten so starke Probleme gehabt, da hat es nach außen dran und da habe ich einige Plätze verloren und ganz speziell in dem Lauf mit Bulanken, da muss ich sagen, das darf eigentlich mit nach so vielen Jahren nicht passieren, dass man da so eine Dummheit macht. Da habe ich gesehen und bin reingezogen und habe vorne übersteuert und dann ist er mal vor der Ziellinie vorbeigewischt. Das A-Finale sieht die beiden Top-Favoriten Kononov in Weiß und Krasnikov in Rot. Beide mit einem klasse Start gehen auf Position 1 und 2 in die erste Kurve. Aber Komisevic verliert hier die Kontrolle, fällt sofort und das Bike ist bei ihm. Ja, er hält sein Motorrad fest, um gröbere Verletzungen, Spikesverletzungen zu verhindern. Komisevic also auf jeden Fall draußen. Hier sehen wir nochmal, warum. Wir kommen zum Restart mit Krasnikov, Kononov und Daniel Ivanov. Wieder ein Top-Start, diesmal von Kononov, der zunächst vorne scheint, aber dann ist Krasnikov auf der Innenbahn besser. Ja, Krasnikov hat den Start super erwischt und er wählt natürlich jetzt die schnellere Linie. Da kann man wieder gut sehen, Kononov kommt von innen und versucht ihm Druck zu geben. Und diesen Druck spürt er natürlich, wenn du da hinterher fährst. Was überlegst du dir? Wo kannst du Lücken erkennen? Ja, du kannst nur versuchen, den Kurvenradius enger zu fahren. Du gehst natürlich Gefahr, dass du einen brutalen Rutscher hast. Ja, schau mal da den Kononov. Ja, rutscht voll weg, bleibt aber voll am Gas und die Maschine steigt auf. Nikolai Krasnikov trotzdem mit sofort 10, 20 Meter Raumgewinn. Da sieht man, wie eng dieser Sport ist. Ein kleiner Fehler und schon ist er weg. Natürlich auch eiskalt ausgenutzt von Krasnikov. Ja, Krasnikov geht natürlich keinen Zentimeter vom Gas runter. Der fährt bis zum Schluss, bis zur Ziellinie, fährt er noch Vollgas. Und das in hervorragender Art und Weise, nicht mehr zu stoppen. Krasnikov unter den Jubel der Fans. Sieger dieses Wettkampfs. Erster vor Igor Kononov und Daniel Ivanov, die russischen Fans. Freut das natürlich Nikolai Krasnikov mit diesem Erfolg auch weiter Erster in der WM-Wertung. День немножечко тяжелее первого, потому что начало чемпионата, все друг другу пристреливались. И чисто с психологической точки зрения в этот день было гоняться тяжелее. Но мне удалось добиться желаемой цели и буду стараться продолжать этот ритм. Hier noch einmal das Ergebnis in der Übersicht. Wir kommen schon wieder am 25. März aus dem russischen Toljatti mit einer neuen Folge 365 zum Eisspeedway-Weltcup 2011. Ich wünsche mir, die werde mir zum Abgrund schmeißen. Gernot, hat Spaß gemacht. See you. See you und das für Daniel.